am späten Abend, bevor eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Gladbeck die L612 in Fahrtrichtung Haltern und nach ersten Erkenntnissen überholte sie verbotswidrig ein anderes Fahrzeug, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Dort kam es dann zur Kollision mit einem PKW eines 59-Jährigen aus Recklinghausen. Leider sind beide Fahrzeugführer hier an Ort und Stelle verstorben. Zur Unfallzeit herrschten ungefähr Temperaturen von 8 Grad minus. Des Weiteren traten immer wieder Nebelbänke auf. Die Sichtweite beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte war jedoch so, dass die Sichtweite doch über 100 Meter betrug. Ja, also ich bin eigentlich unterwegs gewesen mit Kollegen und wir wollten was essen gehen und dann waren hier plötzlich, war schon ziemlich nebelig und auch ziemlich glatt. Und dann, als ich hier ankam, viele Leute standen hier, dann habe ich gesehen, dass da vorne ein Unfall passiert ist. Dann bin ich natürlich vorgerannt und habe dann natürlich auch erste Hilfe geleistet. Genau, und habe dann mich als vor Ort als von der Freiwilligen Feuerwehr erkenntlich gegeben und habe dann einen Herrn betreut. Eine Dame wurde vor Ort schon reanimiert. Und im weiteren Verlauf kamen dann die Kollegen von der Feuerwehr Haltern und wir haben zusammen mit denen, den Herren, der noch atmete zum Glück zu dem Zeitpunkt, haben wir ihn rausgeholt. Das ist natürlich nicht schön, der Herr sah natürlich auch nicht dementsprechend aus, das ist keine Frage, aber in dem Moment versucht man halt einfach dann das Beste zu tun. Ich habe versucht, den Herrn zu betreuen und da geht es in der Regel eigentlich erstmal nicht darum, wie man sich fühlt, sondern einfach, dass den Leuten geholfen wird.